Ja. Mach mal Erzmagier weiter. Ah, diese. Die wird toll. Die wird echt toll, die Mission. Ich lasse das einfach mal hier offen. Wir müssen 25.000 Mana sammeln, sammelt 6.000 Diamanten und 6.000 Rubine. Weil wir nämlich einen tollen Zauber dafür haben. Sorgt euch nicht, Shalyra. Wir werden unseren Freunden Rashar rächen. Ist es Rache oder Gerechtigkeit? Gibt es einen Unterschied? Sie haben Rashek das Leben genommen. Also nehme ich ihnen jemanden, der ihnen wichtig ist. Dieses Land ist übersät mit Grabstätten. Vorzeitlicher Helden der Menschen. Ich werde den Geist desjenigen heraufbeschwören, den sie am meisten respektieren. Iberos, den Unverwundbaren. Ich werde ihn quälen und ihn gegen sie verwenden. Ich verstehe. Wie ihr wünscht, Schattenorakel. Und jetzt ist er zornig, die Gute. Orakel, ich möchte euch daran erinnern, dass ihr den Zauberritual von Avulsio gelernt habt. Er wird euch dabei helfen, die Ressourcen der Insel schneller abzubauen. Danke für diesen Rat, Auge. Wir können die Ressourcen auf herkömmliche Weise abbauen oder das Ritual von Avulsio verwenden. Lasst uns keine Zeit verschwenden. Okay. Jetzt muss ich mir mal kurz Übersicht verschaffen. Hier haben wir Häuser. Wir haben hier Nahrung. Jetzt mir mal das hier auf. Dann kriegen wir auch ein bisschen mehr Geld und auch gleichzeitig mehr Nahrung. Dann bilden wir gleichzeitig mal ein paar Magier aus. Das könnten wir theoretisch gebrauchen. Die Zauberspruch fürs Pforte erlaubt es euch zwischen Portalen. Jupp, das wissen wir. Ich glaube, hier gibt es nicht einmal Feinde. Wir werden wahrscheinlich von Barbaren ab und zu angegriffen, aber ansonsten uns von diesen Vögeln hier. Aber ansonsten werden wir nicht wirklich angegriffen. Oder Drachen. Das Gute ist, wir haben hier halt auch noch ein paar Rubine. Und das, man sieht auch schon, 2500 Rubine sind hier schon vorhanden.
Haben wir den Spruch schon oder können. Müssen wir den erst. Oh, den haben wir ja schon. Okay. Das verändert die Situation schon mal ein bisschen. Würde ich sagen. Wir schauen mal, was. Wir machen mal das schnell. Weil wir haben ja zwei Magier. Dann können wir schon mal die Rubine uns holen. Ah, jetzt schau dann nach Gold, ob da was drauf ist. Gold ist hier, glaube ich, nicht vorhanden. Hier ist gefühlt sonst nichts vorhanden. Okay, der Zauber ist eh gleich fertig. Und Orakel, euer Entdecker hat eine versteckte Ressource auf einer Insel gefunden. Ausgezeichnet. Euer neuer Zauber versetzt mich in Staunen, Chalura, aber die beunruhigen mich auch. Warum? Ist doch super, wenn man irgendwas sofort ausbeuten kann. Sei unbesorgt, gar. Es ist nur eine weitere Möglichkeit, Ressourcen zu sammeln. Und es ist unser Ziel, nicht wahr? Wir brauchen jetzt halt noch ein bisschen mehr Gold auch. Und wir brauchen halt auch Rubine, um hier die Vögel anzuwerben oder Drachen. Und diese Flugeinheiten werden auch sehr, sehr wichtig. Ich bin eigentlich immer erst einmal für Unterhaltungskosten. Hey, jetzt ist der nächste Vogel da. Magier, go, go. So, dann hätte man das hier auch schon. Hm.
bilden wir mal zwei von denen aus, weil dann können unsere Magier schon mal herumfliegen. Das. Mal, wir wollen zwei Magier. Vielleicht kriegen wir. Ah, das Gold kriegen wir nicht, glaube ich, auf Anhieb. Weil dann geht das auch ein bisschen schneller, wenn ein paar Magier mehr dran arbeiten, diesen Zauber hier. Außerdem, wir können viel besser erkunden auch erst einmal. Schöne ist halt, das ist eine sehr schöne, ruhige Mission. So viel ich noch weiß. Eure Schatzkammer ist fast leer. Ja. Das ist sie doch oft. Vogel, hörst du auf? Gute ist auch, unsere ganzen Magier oder die auf Flugtieren sind, die erkunden das ganze Gebiet auch erst einmal. Zwerge sind ein bisschen schwieriger. So, dann schauen wir mal, ob wir das nächste auch gleich kriegen. Weil jetzt haben wir doch sehr viel Magie bekommen. Ja, der Mana-Extraktor brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Jetzt ist es halt das Schöne, jetzt können wir nach und nach erkunden. So, dann bilden wir auch noch zwei Assassinen mal aus. Ich hoffe, dass jetzt das Gold da abgebaut wird. Das könnten wir jetzt gut gebrauchen. Das Ganze wieder vor, weil wenn wir angegriffen werden, dann ist jetzt die Geschwindigkeit nämlich stark wieder runter. Du gehst mir mal hier unten einfach mal erkunden. Jetzt machen wir den Zauber einfach nochmal, weil dann dürften wir jetzt auch ans Gold kommen. Das, wo wir eigentlich brauchen gerade. Das ist halt das Schöne, wir sehen jetzt halt schon hier ein bisschen, was das hier Rubine zum Beispiel sind.
Und die könnten wir jetzt halt auch direkt abharvesten, sozusagen. Die antike Grabstätte Orakel. Ich werde unsere Truppen befehlen, sie einzunehmen. Ich wollte jetzt halt nicht, dass du die jetzt halt ab. Okay. Wenn du. Nee, kriegt er nicht ganz. So, dann bauen wir hier mal eine Brücke wieder rüber und können dann auch dieses Nest hier einnehmen. Okay, die machen das einfach mal so nebenbei einfach weg, okay. Okay, dann hätten wir das schon mal erkundet zumindest. Wir wissen halt noch nicht, welche Ressourcen da drauf sind, aber das sollte sich auch klären nach und nach, indem wir das hier nutzen. Das ist halt gerade das Schöne, man kann die schnell erkunden und dann kann man eine Pforte des machen. Und dann kann man sich die ganzen Ressourcen nebenbei sozusagen snacken. Die Wahrheit ist, dass es ein Versehen war. Ihre Reihe verwalten im Geröll. Und sie versuchte sich durch das Gestein zu fühlen, bis ihre Finger blutig stumpf waren. Okay. Wir müssen unsere Suche fortsetzen. Bin schon gespannt, was wir alles auf dieser Insel kriegen oder finden. Erkundet mal. Ein bisschen, damit wir ein bisschen Intel haben, Sicht haben, dass wir zumindest ein bisschen wissen, wo was ist. Hier gibt es Geld, also gleich mal hin. Machen wir das einfach mal weg. Dann haben wir zwei Magier, die sich darum kümmern. Hier gibt es Diamanten und das nicht so wenig. Man muss halt jetzt halt auch ein bisschen erkunden und schauen, wo sind die ganzen anderen antiken Grabstätten. Hm.
reparieren wir das Ganze mal. Warum sieht es noch gut aus? Sollte man eigentlich anfangen, Holz auch abzubauen? Aber so wie es aussieht, können wir dann nichts abbauen, weil wir keinen Platz haben. Aber für einen Steinbruch haben wir Platz, aber nicht für Holz. Okay. So kann man nämlich sich auch eine ganz gemütliche Mission sozusagen machen. Ah, alles ist 100. Ah, und hier hinten ist eine weitere Statue. Ich sehe eine weitere. Okay. Wir müssen. Eure Befehle, Orakel. Okay, das kriegen wir ja schon irgendwann dann hin. Ah, Geld. Ah, wir werden hier hinten auch noch angegriffen. Ups, gar nicht mitbekommen. Schauen wir mal, dass wir die Banditen hier oben wegkriegen. Weil die könnten nach und nach doch recht lästig sein. Achte doch angreifen, Mensch! Meck. Nein! Falsche weggemacht. Gemein, Mann. Jetzt warten wir einfach so mal ein bisschen ab. Und wie gesagt, die meisten gehen jetzt halt erst einmal überall rum und schauen, wo was ist, dass wir das auch gleich kriegen. Aber ich möchte erstmal das Banditenlager hier wegkriegen, bekommen, und dann können wir uns ja um andere Sachen kümmern. Hm. Haben wir eigentlich alles abgegrast? Erst muss das Banditenlager weg. Wir
So, dann ist dieses Banditenlager schon mal weg und da kann uns nicht mehr auf die Nerven gehen. Ganz wichtig. So, dann können wir hier, haben wir hier nämlich noch Eisen und Kohle ein bisschen. Greifen wir auch mal das an. Jetzt schauen wir mal, dass wir noch ein bisschen hier hochkommt, ein Tech. Nahrung. Ja, sieht eigentlich gut aus, dann könnte man das hier auch noch aufwerten. Ja, das mit dem Barbaren sollte jetzt halt auch geklärt sein. Jetzt greifen die wirklich nur noch an, wenn sie einen triftigen Grund haben. Oder wir sie ausgelöscht haben. Das kann natürlich auch sein. Das Grab von Varus. Legendärer und stets siegreicher Krieger. Er starb beim Versuch, ein Kind aus einem brennenden Waisenhaus zu befreien. Das Gebäude stürzte ein und wurde sowohl für ihn als auch das Waisenkind ein feuriges Grab. Seid ihr sicher? Wollt ihr wirklich der Nech diese armen Seele sein? Das ist nicht wofür wir stehen. Valyra, du warst es, der mir sagte, das Fortbestehen der fortbestehender Grundsatz unserer Rasse ist. Du weißt, dass was die Menschen Rakdak angetan haben. Wir werden das Ritual durchführen und zwar hier. Die ist sehr ständig, die gute Frau. Das ist auch vielleicht ein bisschen verständlich. Dann holen wir uns mal die ganzen Diamanten. Ja, hier hinten sind wieder Barbaren. Aber die sollten uns jetzt halt nicht mehr ganz so kümmern. Können wir nämlich die ganzen Ressourcen ganz gemütlich abernten. Und diese Insel sollten wir nach und nach zu einer fruchtbareren Insel machen.
Da ist so ein Amboss-Clan Champion, der auf unsere Brücke einhaut. Diese Insel ist dann auch. Weil dann haben wir auch ein paar Diamanten. Dann bauen wir hier darüber noch das. Wo ist nochmal das Portal? Wo brauche ich hier Sicht? Ansonsten kann man nämlich das Portal nicht hier rüber machen. Okay, dann gibt das, dann noch da einen hin. Und dann verwandeln wir diese Vogel. Er kommt von hier unten irgendwo. Ich bin gespannt, was wir für die Siegesbedingungen. Ja, wir müssen nur das Mana so sammeln. Und die Diamanten halt. Eisen haben sie gefunden. Burg. Ah, Gold haben sie nicht. So, dann gehen wir mal hier rüber. Den gleichen Auftrag, ja, auch noch mal einen zusätzlichen brauchen. Fähigkeit verbessern, Pfad der. Erhöht die Menge der gewonnenen Erfahrungen. Okay. Verbessern wir auch unser Schloss gleich, weil da ist auch sehr praktisch, wenn man das, wie gesagt, umso höher die Stufe ist, umso eher mehr Inkern haben wir allgemein. Weil hier könnte man richtig schön Nahrung noch anbauen. Jetzt bauen wir hier einfach mal ein bisschen noch Nahrung an. Nicht nur ein bisschen, sondern doch sehr viel.
das hier. Und irgendwo ist jetzt halt auch noch ein Drache. Super Vogel. Muss ich mal hier hin. Noch ein Drache, okay. Hier haben wir ein Drachennest schon mal gefunden. Hier haben wir auch noch mal ein Drachennest, okay. Bleiben Drache. Okay, zumindest wissen wir, dass hier ein Drache-Nest ist und hier ist ebenfalls ein Drache. Das. Okay. Hierhin. Dann könnten wir vielleicht schon einen Drachen haben. Und jetzt bauen wir das hier mal alles aus. Jetzt haben wir schon mal nicht mehr so das Income-Problem. Das erste. Sondern nur noch Drachenprobleme und alles andere. Weil dieses Drachennest brauchen wir drüben würden. Weil dann haben wir gegen andere Drachen auch nochmal ein bisschen bessere Chancen. Zumindest fürs Erste. Wir brauchen auch jetzt Geld, kriegen wir langsam wieder. Aber das Gute ist, wir haben einiges schon gefunden an Gold, wo wir dann abgeerntet haben, so gesehen. Lass das da Gebäude doch einmal stehen. Oh, hier haben wir viel Gold.
Wir haben dann nur noch Rubine, die könnten wir dann eigentlich abharvesten. Wir brauchen auch noch mehr Einheiten. Viel mehr Einheiten. Uns fehlt es momentan richtig an Stein. Und wie gesagt, wir haben momentan ein leichtes Drachenproblem. Und Vögel allgemein. Funktioniert halbwegs. Ja. Nur mit dem Mana, da werden wir noch ein bisschen brauchen, bis wir das haben. Aber diese Barbaren sind jetzt auch weg. Dann schauen wir mal, dass wir das... alles kriegen. Das doch bloß mal ein. So. Okay, dann holen wir uns diesen Drachen nachher und dann den da drüben. Und dann haben wir hier hinten noch einen. Was heißen drei Drachen, die mal erst einmal aufs Korn nehmen müssen. Haben wir doch schon einiges. Mehr Einheiten rekrutieren. Doppelt die. Ja. So, einen Drachen hatten wir schon mal gezähmt sozusagen. Ja, jetzt fehlt uns halt nur noch da drüben der und noch ein paar andere Drachen. Jetzt bauen wir noch ein paar Häuser, wenn es geht. Minus 8 ist schon ein bisschen viel gerade Upkeep. Müssen wir halt regelmäßig hier nach hier unten was machen. So. Alle auf ihn mit Gebrüll. So. Und
holen wir uns mal einen Drachen. Wenigstens können wir ein, zwei Drachen jetzt dann holen. Okay, jetzt sind wir langsam minus. Was Income angeht. Nehmen wir uns noch das Ganze hier. Machen wir mal einiges. Wenn wir schon Einheiten ausbilden können, dann sollten wir auch dementsprechend nochmal angreifen. Da sind noch ein Barbar, sind Barbaren noch. Wir sollten uns jetzt nicht unbedingt kümmern. Hier kriegen wir noch mal einiges an Mana und gleichzeitig noch ein. Okay. Jupp, das mit dem Barbaren wissen wir ja. Die machen wir jetzt gleichzeitig auch noch weg. Die Barbaren. Dauert nur noch ein bisschen. Ah, jetzt machen sie erstmal alles noch kaputt. Und dann. Sollten wir das auch haben? Wir könnten ja dann. Weil, wenn wir diese beiden Inseln hier. Oh, das ist Mana. Okay, ja. Wir sollten auch mal hier endlich was machen, dass wir ein bisschen mehr Nahrung kriegen. Ja. Wir haben jetzt das hier. Verbinden wir das einfach trotzdem. Ah, das geht gerade noch nicht. Das wird sich jetzt halt ändern. Greifen wir mal mit Pauken und Trompeten dieses Drachennest hier an. Dann wird das hier gemacht. Dann holen wir uns das hier. Ja, dann sollten wir nach und nach doch das irgendwann schaffen. Eigentlich noch mehr Magier. Magier sind in dem Spiel doch recht wichtig, finde ich. Vor allem bei den. Die sind allgemein sau stark, aber ich sag's mal so, hier
bei den Dunkelelfen, da braucht man sie halt doch schon recht oft. Da wir jetzt halt ja einen weiteren Magier haben, das hier noch. Lasst ihr diese Brücke in Ruhe. Wächter, go, go! Okay. Das ging jetzt doch ein bisschen schneller als erwartet. Okay. Das hier... Ich würde jetzt sagen, jetzt beschleunigen wir noch mal ein bisschen. Was brauchen wir eigentlich auch? 25, okay, die sollten wir jetzt halt nach und nach jetzt halt kriegen. Mit den Rubinen und so weiter. Wenn wir es normal abbauen, dann wird das Spiel noch ein bisschen länger dauern. Da kriegen wir ja recht viel Mana. Dann fangen wir wieder an zu erkunden, weil uns langsam die ganzen Sachen ausgehen. 91 haben wir. Da würde ich fast noch ein bisschen warten. Dann können wir noch mal was mit Upkeep. Noch mal Mana. Das könnten wir auch noch mal da machen. Können wir das Ganze wieder ein bisschen beschleunigen. Dann machen wir noch mal mehr Upkeep. Dann kriegen wir auch noch mehr Geld. Wir haben eine Grabstätte entdeckt, von denen ihr gesprochen habt, Orakel. Ich sehe aber nichts. Ja, dann haben wir. Wie gesagt, jetzt räumen wir hier mal ein bisschen an Diamanten und allen drum und dran auf, damit wir recht zügig jetzt die Mission dann auch haben. Ah, der kloppt sich mit dem Drachen, okay. Wieso dich?
ist weg. Mir auch das hier. So, noch mehr Mana, das trifft sich gerade richtig gut. Dann noch ein bisschen. Was könnten wir jetzt halt noch machen? Nahrung ein bisschen hoch pushen. So, dann hätten wir das hier. Jetzt fehlen uns nur noch Diamanten. Nehmen wir noch mal viele Rubine. Ja. Jetzt, wie gesagt, einfach nur noch abwarten und Tee trinken gerade. Jetzt halt kriegen wir doch recht viele. Und da, wie gesagt, wir brauchen halt auch viele Magier momentan. Darum setze ich bei den Dunkelelfen sehr stark auf Magier. Da sind die schon alle unterwegs. Ich weiß halt nicht, ob man noch die anderen Statuen finden müssen. Müssten hier was Rubine, glaube ich, damit diese Diamanten. So, vielleicht noch mal ein paar Magier. Langsam brauchen wir es gerade nicht. Oh, da sind wieder viele Diamanten. Dann kriegen wir... haben wir die Quest auch schon fast geschafft. Nur das Mana fehlt uns halt dann nur noch. Hier, okay, das Mana kriegen wir von dort und hier unten kriegen wir die Rubine. Holen wir uns noch zwei. Unsere sind ja sehr, sehr fleißig gerade beim Erkunden. Ist nämlich auch gut. Ich habe noch nie so dermaßen aggressiv erkundet. Im ganzen Spiel noch nie.
Holz und so ist mir gerade ein bisschen wichtiger. Sieht nicht so aus, als wäre hier noch eine weitere Statue, eine Ressource. Yep. Ich habe über eure Worte nachgedacht. Die Gerechtigkeit wird vom Wunsch angetrieben, etwas wieder gut machen, aber Rache verschlimmert alles. Das stimmt. Jack, ja, mein treuer Freund, ich sorge mich um dich sogar sehr. Doch jetzt ist es an der Zeit, mit dem Beschwörung zu beginnen. Kümmere dich um das Schloss, während ich fort bin. Okay.